Amerika, Amerika, wir sind auf dem Weg zu einem wichtigen Shooting. Das erste richtige Shooting. Luisa bringt ihr eigenes Produkt raus. So Leute, ich werde jetzt professionell geschminkt. Im Hintergrund wird das Set schon aufgebaut. Alles voller Pfingstrosen. Ich glaube, das wird so krass, Leute. Das Styling ist jetzt fertig. Eine Sekunde, ich bin so aufgeregt heute. Hier sind so viele Menschen. Ich schwöre, ich komme gar nicht klar. Ich schäme mich übertrieben krass. Aber egal, ich muss jetzt auf jeden Fall stark sein und selbstbewusst sein. Und ich werde es auf jeden Fall schaffen. Ja, wir fangen jetzt an mit dem ersten Foto. Let's go. Jetzt machen wir Close-Ups, glaube ich. Wir machen nur Fotos vom Gesicht. Imani ist natürlich auch am Start. Hallo! Hallo! Was macht eigentlich Nada? Amerika, Amerika! Wir haben gerade hier gemodelt. Ich blende ein paar Fotos ein. Insta-Flancing, Balancing mit Imani. Ihr wisst Bescheid. Baba, wir haben das sehr gut gemacht. Hey, du weißt, ich habe die Seed extra für dich angemacht, damit du richtig Insta-Flancen kannst, Mama. Ja. Ja, Luisa. Okay. Ready? Ready, ready. Ich bin doch schon weg. Bravo, Mama. Bravo, Mama. Bravo. Hey, letzte Woche habe ich sehr ungesund gegessen. Diese Woche werde ich das ändern. Wir fangen erstmal an mit Detox. Ich muss von innen das Gift verbrennen. Burning Man Shot. Damit geht's los. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. I'm a Scatman. War doch gar nicht so schlimm. Wie geht's dir eigentlich? Super. Ich bin topfit. Ich habe gut geschlafen. Ich esse jetzt ein leckeres Frühstück. Mir geht's gut. Sehr delicious, gesund, extravagant, perfekt für dich. Finito. Hey, wow, du bist schon groß geworden, Imani, du kannst schon schaukeln. Imani. Ich schick sie alleine. Nein. Luisa. Nedir, oh mein Gott. Oh mein Gott, Walla, wie konntest du mir so eine Angst machen? Wir kommen. Okay, los. Ich hab Angst. Mann, Nedir. Bravo. 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 Ja, hey, okay, Nedir, zeig mal, was du drauf hast jetzt. Das Zuschauer. Hey, geh mal weg. Hey, was ist los, Bruder? Ich mach hier ein paar Tricks. Guck, was ich kann. Okay. Wie krass habe ich das gemacht? Damals in Schule, Cheerleading, ich war Nummer 1. Hey, gestern wurde bestätigt, dass ich übermorgen meinen Vertrag unterschreiben werde. Ich habe mich jetzt gegen dritte Liga, gegen zweite Liga entschieden, weil ich einfach alles auf eine Karte werfen will. Ich bin 25, Leute, viel Zeit bleibt mir nicht. Entweder ich bin jetzt gut genug oder ich bin es halt nicht. Das werden wir erst nach diesem Jahr wissen. Ich will aber später nicht sagen, ich habe es nicht probiert. Also ihr wisst Bescheid. Amerika, Amerika. We are back in the track mit Mira Jindawi. Am Freitag ist ein wichtiger Tag für uns und wir brauchen Outfits für diesen Tag. Ich habe Geld im Auto vergessen, Luisa. Run. Oh mein Gott, Leute, es regnet nicht normal. Nada, bitte einmal Wetterbericht von Berlin. Hallo meine lieben Freunde, wir sind in Berlin. Wie Sie sehen, es regnet 24 Grad, aber es regnet. Bleiben Sie lieber zu Hause. Here we go. Es ist Gewitter, Leute. Es ist Sturm. Luisa, wir warten, bis es aufhört zu regnen, dann laufen wir, okay? Niemals. Mila und ich haben jetzt ein paar Outfits rausgesucht und wir werden jetzt zusammen entscheiden, welches das beste Outfit ist. Mila, bist du bereit? Natürlich. Es ist schön, aber es passt nicht zu diesem Tag.
Er nimmt keine Eft, er ist high und mit Benzin. Chille in seinem Auto wie in einer Limousine. Das Auto ist ein bisschen psycho. Okay, kein Problem, ich probiere ein anderes. Wie alles ist hässlich, guckt euch doch mal an. Mila hat ihr Outfit, jetzt bin ich dran. An was denkst du so, Luisa? Sag basic, schlicht, aber stabil. Ja, Mann, basic, schlicht, aber stabil. Das ist das Motto. Yalla. Leute, die Schuhe sind ein bisschen zu klein. Aber in 2 Tagen ist der Termin, deswegen. Wir holen die und dann gehe ich so da rein. Ey, wir gehen jetzt meinen neuen Vertrag unterschreiben. Mila ist auch am Start. Wir gehen jetzt Luisa und Volker abholen. Volker kennt ihr? Volker ist mein Berater. Den kenne ich doch auch. Du siehst gut aus heute, wie eine Prinzessin. Danke. Bitte. Auch wie ein Prinz. Wir waren auch letztens im Stadion mit Mila, haben zugeschaut. Kannst du dich erinnern? Und was haben die immer gesungen? Oh, ha, he, WSC. Ha, ho, he, Hertha BSC. Oh, ha, he, Hertha BSC. Herzulani, Habibi. Habibi, Habibi. Wir schwören die Lüfte wieder, give away, we. Kadal, vielleicht sehen wir uns nie wieder. Kadal, Lord, wir sehen uns nie wieder. Falscher Fofi, Johann. Bist du aufgeregt? Ja. Bist du aufgeregt? Die Jindawi sind am Start. Ihr wisst Bescheid, Leute. Erstmal hier Gardinen zu machen. Hier darf keiner reingucken. Ciao. So, jetzt sind wir alleine hier. Sehr ehrlich. Bist du aufgeregt? Natürlich bin ich aufgeregt. Ich schwöre, ich schwitze anders. Ich schwitze anders. Als ich da oben saß, ich saß so wie ein Chicken Wing. Komm doch her. Ja. Komm doch her, Luisa. Abo, abo. Nedir. Hey, ich bin richtig stolz. Für alle nochmal zum Verständnis. Ich habe bei Hertha 2 unterschrieben. Das ist die zweite Mannschaft. Ich werde dieses Jahr Gas geben. Natürlich habe ich den Traum, Profi zu werden. Und am liebsten würde ich Profi in Berlin werden. Das ist so mein persönliches Ziel, hier Profi zu werden. Aber bevor das kommt, will ich erstmal meine Arbeit machen. Ich will hier gut spielen. Ich will mich hier weiterentwickeln. Und dann gucken wir, für was am Ende reicht. Imani, was ist los, Baba? Was ist los? Was ist los, ja, Baba? Und wenn wir nicht gestorben sind, leben wir noch heute. Seid ihr eingeschlafen?